Willkommen zurück zum Videokurs Umkehrfunktionen von Mathematik macht Freunde. Mein Name ist David und wir wollen heute direkt in die Action springen. Es geht nämlich hier um ein reines Übungsbeispiel, das relativ einfach ist, um ein paar grundlegende Ideen der Umkehrfunktionen zu wiederholen und zu üben und zu sehen, wie man eine Umkehrfunktion berechnet. Wenn du das Arbeitsblatt zu diesem Videokurs und die anderen Videos noch nicht gefunden oder downgeloadet hast, dann findest du sie unter dem Link rechts unten. Damit können wir auch gleich starten. Du siehst hier bereits die ersten Punkte der Aufgabe und würde dich bitten, nimm dir ein paar Minuten Zeit, um diese selber zu versuchen, und dann sehen wir uns gleich bei der Auflösung. Bestimmt hast du ähnliche Dinge schon oft geübt und konntest dich erinnern, wie man das macht. Wir gehen es jetzt gemeinsam nochmal durch. Wir wissen bereits, dass man eine Geradengleichung immer umgeformt, zumindest in der Form y ist gleich k mal x plus d schreiben kann. K und d sind dabei reelle Zahlen, die unsere Gerade festlegen. Wir können erkennen, dass der Punkt 0, 2 auf der Geraden liegt und dieser muss nun diese Geradengleichung hier erfüllen können. Wenn x 0 ist, würde daher der erste Teil hier wegfallen und für d bliebe nur mehr die Option der Zahl 2, sodass die Gleichung erfüllt ist. Das heißt, wir wissen, unsere Geradengleichung hat sicher die Form y gleich kx plus 2. Um diese Zahl k, man nennt sie oft die Steigung, ebenso zu bestimmen, brauche ich einen zweiten Punkt auf der Geraden, zum Beispiel diesen Punkt 3, 3, den kann ich sehr schön ablesen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie viel mal 3 plus 2 ergibt 3, also den y-Wert 3, und das wäre natürlich gegeben bei 1 Drittel mal 3 plus 2, und allgemein bekomme ich dann die Form 1 Drittel mal x plus 2. Eine Geradengleichung, sofern die Gerade nicht parallel ist zur zweiten Achse, also zur y-Achse, kann ich auch stets als Funktion auffassen, die die Variable x besitzt. Das heißt, in dem Fall bei Aufgabe 2 ist nichts zu tun. Hier verdeutliche ich mit der Schreibweise y von x nur, dass wir das Ganze als Funktion betrachten. Als kleine Erinnerung, bei Funktionen können wir diese Zahl k, die Steigung, auch bestimmen, indem wir uns so einen Steigungsdreieck herausgreifen. Und die Zahl k wäre dann der Quotient aus dem y-Abstand der beiden Punkte, also 3 minus 2, wobei wir den rechten immer davor schreiben, geteilt durch den x-Abstand, also 3 minus 0. Und da kommen wir genau auf die 1 Drittel. Bei Aufgabe 3 wollen wir nun die gefundene Funktion y von x auf die Zahl x umformen. Das geht bei linearen Funktionen immer. Und um dieses x auf einer Seite der Gleichung zu isolieren, könnten wir etwa in einem ersten Schritt die Zahl 2 subtrahieren. Auf beiden Seiten subtrahiert hätte ich dann y minus 2 ist gleich 1 Drittel x und plus 2 und minus 2 kürzt sich rechts weg. Wenn ich nun in einem weiteren Schritt dieses 1 Drittel auf der rechten Seite wegkürzen muss, damit nur das x verbleibt, müsste ich hier mit dem Kehrwert von 1 Drittel, also mit 3, multiplizieren und dann habe ich 3 mal Klammer y minus 2 ist gleich 3 mal 1 Drittel x. Das kürzt sich weg und es bleibt wirklich nur das x auf der rechten Seite. Wenn ich das jetzt noch ausmultipliziere auf der linken Seite, die Seiten vertausche, dann bekomme ich auch eine gewohnte Form, die ich jetzt hier unten hinschreiben werde, mit x ist gleich 3 mal y minus 3 mal 2, also minus 6. Das, was nun hier steht, ist die identische Geradengleichung wie schon in der Aufgabe 1. Ich habe sie nur umgeformt. Mehr ist da nicht passiert. Aber hier ändere ich meine Perspektive, denn ich fasse nun x gleich 3 mal y minus 6 als eine Funktion von y auf. Das ist der Gedanke von Aufgabe 4. X von y wäre in dem Fall ebenso 3 mal y minus 6, also eine Funktion, die uns x-Werte liefern in Abhängigkeit von y. Der Graph von dieser Funktion 4 ist ebenso der gleiche, wie er oben schon gegeben ist, allerdings mit dem kleinen Twist, dass wir nun die Argumente, also die Variablenwerte, die möglichen, auf der y-Achse ablesen und die Funktionswerte auf der x-Achse. Das ist für uns ungewohnt und nun sehen wir uns an, wie das für uns ein wenig vertrauter gemacht werden kann. Der zweite Teil dieser Aufgabe ist eigentlich nur mehr eine Formalität. Du musst nichts mehr rechnen oder umformen. Aber er zeigt auch, warum die Mathematik für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Studierende sehr schwierig sein kann. Denn wir haben nur eine kleine Zahl an Symbolen, mit denen wir ganz viele verschiedene Zusammenhänge beschreiben, oder aber wir verwenden
in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Symbole, um das Gleiche darzustellen. Und darum geht es hier nun. Du siehst oben noch einmal die gefundene Umkehrfunktion der zuvor behandelten Funktion. X von y gleich 3y minus 6 ist diese Umkehrfunktion. Und wir wollen das Ganze jetzt einfach nur umbenennen, sodass Funktion und Umkehrfunktion das gleiche Symbol, nämlich x, für die Variable besitzen. Dann können wir das auch problemlos in das gleiche Koordinatensystem einzeichnen. Nimm dir bitte 3 Minuten Zeit, um diese Aufgabe selbst zu versuchen. Zur besseren Orientierung habe ich den Graphen hier nochmal hinzugezeichnet. Nun sehen wir uns an, was hier passieren soll. Hier unten steht bereits, dass die Umkehrfunktion die Bezeichnung y hoch minus 1 besitzen soll mit der Variable x, aber die Struktur soll erhalten bleiben gegenüber dem, was wir in Aufgabe 4 bereits gemacht haben. Wir vertauschen lediglich die Symbole. Das heißt, hier müsste dann stehen 3 mal x minus 6. Und das ist jetzt eine Funktion abhängig von der Variable x. Und damit können wir auch keine Verwirrung mehr stiften, wenn wir die Umkehrfunktion y hoch minus 1 in dasselbe Koordinatensystem einzeichnen wollen. Diese Umkehrfunktion hat nun den Achsabschnitt minus 6, das heißt, wir haben hier schon den ersten Punkt auf der Geraden, also auf dem Graphen der linearen Funktion. Und die Steigung ist 3, das heißt, für einen Schritt nach rechts machen wir 3 Schritte nach oben. Demnach wäre zum Beispiel der Punkt 1 minus 3 auf der Kurve, 2, 0 und so weiter und so fort. Und da sehen wir dann auch schon, wie diese Gerade aussehen muss. Mit Stift, Papier und Lineal kannst du das sicher viel schöner zeichnen als ich, aber ich hoffe, die Idee kommt gut rüber. Aus den vorhergehenden Videos kannst du dich bestimmt auch noch erinnern, dass bei gemeinsamer Darstellung der Graph der Umkehrfunktion immer gespiegelt an der ersten Mediane, also an der Geradengleichung x gleich y, erscheint. Und ich hoffe, diese Spiegelung wird durch meine Zeichnung hier deutlich. Also das, was hier strichliert ist, ist die Geradengleichung x gleich y bzw. y gleich x. Eine allerletzte Sache will ich noch anmerken, denn auch wenn wir hier Funktion und Umkehrfunktion in einem Koordinatensystem darstellen, heißt das nicht, dass wir Definitions- und Wertebereich so einfach ignorieren dürfen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, die Funktion y wäre nur definiert von minus 6 bis plus 6 und nicht auf den ganzen reellen Zahlen. Dann wäre der Wertebereich der Funktion von 0 bis 4. Und demnach hätte die Umkehrfunktion den Definitionsbereich von 0 bis 4 und den Wertebereich von minus 6 bis plus 6. Und darauf dürfen wir natürlich nicht vergessen. In diesem Video sind nun einige Dinge zusammengekommen, die du im Laufe deiner Schulkarriere bereits kennengelernt hast. Und das nächste Mal wird es noch richtig interessant, denn hier behandeln wir die Umkehrfunktionen von Sinus und Cosinus. Denn da gibt es einige Dinge zu beachten, die dir auch beim Umgang mit dem Taschenrechner helfen werden. Bis bald und ich freue mich darauf.